Ja, meine Damen und Herren, für die aktuellen Nachrichten der heutigen Dinge haben wir uns einmal einen Experten ins Studio gerufen und der kann uns da wirklich noch aufklären. Ja, weil wir wissen es ja auch nicht so genau und deshalb haben wir den mal eingeladen und der wird uns natürlich einiges dazu sagen, ja, was sich dieser Tage da eigentlich so abspielt. Natürlich und dafür einmal Ton ab, natürlich geht doch wunderbar. So, also Sie sagen, ja, da ist jetzt mal wieder eine Nachricht gekommen, ja, und da heißt es, ein Video wurde jetzt der Welt zugespielt als solches. Das ist eine Bedrohung, ja, eine Terrorbedrohung heißt es da auch eigentlich auch, ja. Und ja, ist der Name noch anonym oder kennt man diesen? Ja, Bacardi heißt ja, also ein Bacardi. Er hält sich wo. Ich habe das gelesen mit dem Bacardi. Also der Bacardi, ja, also der Sohn eines Richters, nehme ich mal an, übersetzt Bacardi, ne, Bar, also aus dem Aramäischen heißt so viel wie Sohn und Kadi, islamisch vielleicht. Der Kadi ist ein Richter. Und also dieser Bacardi, ja, er versteckt sich wohl in einer Wüste, ja. Und das ist so, so ähnlich so wie eine Badewüste, also allerdings zum Baden ist nicht viel da von Wasser, also das ist die Wüste Badi, ja. Und ich habe mir die Wüste Badi da im Internet mal ausgemacht und bin dann darauf gestoßen, ja, die ist natürlich, ja, das ist die Wüste, ja, und ja, also das ist also nicht gerade sehr ernährungsreich, ich weiß nicht, hat er sich jetzt die letzten 5 Jahre dort aufgehalten, man weiß es nicht, vielleicht ist er irgendwo verhungert, ich weiß es auch nicht, ja, falls er dort in einer Höhle lebt, ich weiß es alles nicht, nein, also, aber meine eigene Recherche hier, die ist allerdings nur Internet jetzt bezogen als solches, weil die Zeitungen schreiben auch im Internet, schreiben sie, sie schreiben, er versteckt sich in einer Wüste, die sich Badi nennt, ne? Ja, und da habe ich dann mal geguckt, wo ist eine Wüste, die Badi ist. Und dann bin ich darauf gestoßen, dass wenn ihr einen Film ins Netz stellt, müsste er eigentlich auch ein Modem haben. Ja, und da habe ich mir gedacht, das zeichne ich mir dann einfach mal kartenmäßig so ein. Also meine sehr verehrten Mitmenschen hier da mal, schauen Sie dahinter, gucken Sie auf dieses Bild, Sie sehen das, da ist unser Bacardi, ja, der also derjenige, der böse Mann, also sozusagen, ja, also das ist die Organisation, ja, das ist die Quelle und das ist, da von dort geht es übel aus, da sitzt der Deibel. Ja, das ist, ja, ich weiß nicht, ja, also irgendjemand versorgt den, ich weiß das auch nicht, er ist ja ein, wie nennt er sich, er ist auch ein Kalif, also sein ganzer Staat besteht aus dem Umfeld, was Sie da auf dem Bild vielleicht sehen, ja, vielleicht kann man darauf einen ganzen Staat aufbauen, da auf das bisschen Gestein, was Sie da im Feld da so sehen, das ist nun mal, also wo ich da einfach mal sage, ich glaube das jetzt auch alles und so und ich bin ja auch ein Mithelfender für das Aufklären als solches, ja, also schauen Sie darauf aus, ob ein Modem, vielleicht ist es ein Satellitenmodem, sicherlich, dies hat natürlich auch Adressiertheiten, IT-Spezialisten kennen sich da aus und wissen ganz genau, wie sich was da adressiert und können dadurch sofort Geografien oder irgendetwas sofort lokalisieren, das ist mal klar, aber dieser Bacardi hat hier Fähigkeiten, die sind, also das Internet ist hier schon eine Art Geister, es ist jetzt nicht mehr das normale Internet, das ist Ghostnet, ja, setze Ghostnet, ja, Bacardi aus dem Ghostnet, das kann so sein, anders kann es nicht, geht es nicht mehr, ne. Ja, dann danke ich Ihnen nochmal, dass Sie mir da das jetzt auch erklärt haben. Ich glaube das einfach alles. Natürlich, es ist so, ja. Wer wollte es besser und auch anders gewusst haben, als einer, der sich mal dahinter klemmt und auch einige Fragen stellt. Ich danke Ihnen für Ihre Aussagen, die vielleicht auch gleichzeitig Fragen sind. So ist es nun einmal. Bleiben Sie uns wohl auf. Ja, das war es dann mal für die aktuellen Dinge, ja, dieser jetzt sich kürzlich sich entwickelten Veranstaltung, der, was man sich da Medien nennt. Ja, ich danke Ihnen am besten auch mal, ja. Ja, ich Ihnen auch, ja. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört. Ja, das Geisternetz des Bacardis aus der Wüste. So ist es nun einmal. Ja, wir wissen auch nichts Besseres. Vielleicht gibt es da klügere Leute, die da... Ja, bleiben Sie uns wohl auf. Ihre Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk.